Und damit begrüße ich euch wieder recht herzlich zu einer neuen Aufnahmesession mit Princess Peach Showtime. Ganz genau, Princess Peach Showtime. Wir sind ja im letzten Stream ins vierte Stockwerk gekommen. Und das sieht so ein bisschen aus, als wenn es nicht noch höher geht. Na, keine Treppe führt mehr nach oben, hier ist schon das Feuerwerk. Oh, so viele Stufen. Ja, nun stell dich mal nicht so an, ne? Bisschen Fitness. Und hier haben wir keine Indikatoren, außer diese Flammen, was hier der nächste Gegner sein könnte. Ich bin gespannt, aber wird wieder Zeit für Mission spektakuläre Rettung. Zeit, Cyber Peach zu werden. Sieht so ein bisschen aus nach Action im Weltraum. Bin ich gespannt. Los geht's. Oh, da war der Professor. Sie haben unsere Forscher erführt. Wir sollten wissen. Ihr müsst sie retten. Alles klar. Da kommen sie. Macht euch bereit zu kämpfen. Wahrscheinlich muss ich aufpassen, dass dem Professor nichts passiert. Danke für die Rettung. Das ist ja fast wirklich wie Star Fox hier. Aber dass ich nicht schießen kann oder so, ne? Alles nur mit der puren Faust. Sieh nur fort los, ey. Okay, zwei sind durchgekommen. Ich kann ja auch nicht nach hinten schlagen. Vorsicht über dir! Kein Problem. So, die sind frei. Danke! Mache ich, kümmere mich drum. Kein Problem. Ah ja, auf den Professor, Vorsicht, Asteroiden, kein Problem, können wir nicht zerschmashen. Da ist er, der Fliegenmann. Wow, Weltraum. Oh krass. Da oben. Nein, nein, nein. Nein! Ah, Schmutz. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, das war aber jetzt auch fies. Das war jetzt aber fies. Ja, da fehlt mir... Fehlt mir Schießen irgendwie. Wir haben unsere Forscher entführt. Wir müssen sie retten. So schnell kann man das gleich lesen. Da kommen sie! Angriff! Ihre Verteidigung ist groß. Macht euch bereit zum Kampf. Sieh zu, dass der Professor keinen Schaden nimmt. Ganz schlimm sind diese Kamikaze-Typen. Ausgewichen. Kein Problem. Einer entkommt hier. Asteroiden? Kein Problem.
Kein Problem, Professor. Nicht hysterisch werden. Hurra! Oh, das war knapp. Hey. Alle in Sicherheit. Ja, wunderbar, siehst du? Den Stern habe ich mir verdient. Oh nein. Betreten des Planeten verboten. Ich zeig dir, was verboten ist. Das Schutzschild. Und ab dafür. Und ciao. Das war's mit der Planetenverteidigung. Gab gleich zwei. Sehr gut. Bereit zur Landung. Alles klar. Und los. Das ist schon wirklich cool gemacht irgendwie. Okay. Ready for action. Ready for action. Wir suchen die Basis von oben. Alles klar. Machen wir die Oberfläche unschädlich. Oh, warum haben die Laserschwerter? Oh nein. Strengt euch mal ein bisschen an. Ah, das sind doch mehr. Warte. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass man... Ich kann ja alles hochheben, ja, das Supercrafte. Machen wir alle Gegner auf der Oberfläche unschädlich. Zack und tschüss. Geil. Sehr gut. Eigentlich wollte ich unsicher sagen, ne? Machen wir die Planetenoberfläche unsicher. Okay, die Straße ist in gutem Zustand, also führt sie zur Basis. Sag das mal nicht. Wer weiß, was die hier alles gebaut haben. Oh oh, das klingt nicht gut. Ach, hättet ihr doch bloß nichts gesagt. Zugang zur Basis verweigert. Beeilt euch! Den genehmige ich mir. Der eine kommt gar nicht hinterher. Der Weg ist nicht versperrt. Lauft, lauft, lauft. Und take this. Schnell weiter, ja. Wie gesagt, es. Ah, ein bisschen Kleingeld. Oh, das sieht nach Basis aus. Und da sind die Gefangenen. Oh nein. Freilassung abgesagt. Ja, das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Finger weg da. Einfach aus dem Leben gekickt. Natürlich haben wir es geschafft. Jetzt schnell zurück zur Basis und dann... Er gibt halt nicht auf, ne? Freilassung abgelehnt. Das kann nicht sein. Oha, Heckvorgang. Digitation oder was? Ja, Digitation. Evolution Combat. UFO.
Professor. Unsere ebenfalls. Oh, jetzt wird auch gehackt für uns. Kriegen wir jetzt Special Power? Auch wir digitieren. Oh, jetzt sind wir Super Power Ranger Peach. Aus Bedrohung eliminieren. Nun kann dich nichts mehr aufhalten. Ist ja wirklich wie bei Power Ranger, ey. Nimmer wiedersehen. Okay. Ah. Nichts da. Er will sich explodieren. Aber das war ein sinnloses Unterfangen. Verzweifelt und sinnlos. Das Gute gewinnt in dem Punkt immer. Mega Peach. Thank you very much. Naja, ganz in Rot, so wie wir. Passend quasi zu unserem Outfit. Aber ich habe jetzt den Verdacht, jetzt kommen wir wieder zurück in den Keller, ne? Um das Funkelchen zu befreien. Na dann auf in den Keller. Na, dann müssten wir sie aber fast alle haben, ne? Karate müsste noch kommen. Da ist er. Dann gibt es eine schickere Schleife für Stella. Vielleicht rot-weiß. Okay, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn das die Überreste vom Planeten sind. Nimm die Plattform. Wir sollten uns beeilen. Na, so viel mit beeilen ist hier nicht. Mach dich bereit. Ja, komm drüber hier. Weißt du, an was mich die Kreaturen jetzt hier erinnern in dem komischen Kampfanzug? So wie sie sich auch benehmen und so. Die sind wirklich wie diese... Ja, Food Clang von Turtles könnte man echt sagen. Die konnten ja auch nichts. Und wie die Gegner von die Power Rangers, diese grauen, weiß ich nicht, ob die auch einen Namen hatten. Oh nein, der Professor. Oh nein, der Professor wurde gefangen. Wir müssen ihn schnell retten und was unternehmen. Ja, mit schnell ist nicht getan mit dieser Plattform. Oh nein. Warum können wir eigentlich nicht fliegen? Wo ist unser Jetpack?
Boah, das ist aber fies. Wenn die Plattform hinüber ist, fangen wir wieder ganz von vorne an. Schade, hat nicht gereicht. Oh, das nutze ich immer schwach. Ich werde vorausfliegen. Nein! Professor Mann. Das ist doch klar. Warum hast du nicht keine Waffe an Bord? Kann doch nicht die einzige Waffe sein, auf der du vertraust. Sehr gut. Danke für die Rettung. Komm. Das war jetzt verdammt. Ach, wie er sich freut. Okay, raus aus dem Void und da kam Konfetti. Das ist der erste. Wunderbar. So, du Schiff. Was willst du mit deinen Handlangern? Die können doch nichts. Pack mal ein, dein Spielkram hier. So, Professor. Keine Alleingänge mehr. Ja, auf einer Rettungsmission. Ja, wirklich peinlich. Schäm dich, Professor. Machen Sie nichts Blödes. Ich bin gleich wieder da. Tour of a Kind. Oh, Schmutz, Pete. Tour of a Kind, Mensch. Oh ja. Okay, weiter. Oh nein. Oh, super, Funkeli, halte durch. Na, kümmer du dich um den Heckvorgang. Das war ja einfach. Oh nein, da kommen sie. Finger weg! Ich verschaffe dir Zeit, Professor, keine Sorge. Das sieht gut aus. Finger weg vom Professor. Don't touch the prof. Eine noch, Professor. Komm schon. Alles oder nichts. Oh, sehr gut. Okay. Ja, ich wollte die ganze Zeit schon die Kapsel zerstören, Mensch. Da ist er. Ah, danke für die Rettung. Gleich dreimal Liebe. Welche Schmach, als Held gefangen zu sein. Macht dir nichts raus. Jeder gute Held hat mal eine Niederlage erlebt. Ja, selbst Batman ist aus dem Grund und Boden seines Daseins zurückgekehrt, nachdem Bane ihn das Rückgrat gebrochen hat. Nicht nur das Rückgrat, sondern auch den Stolz hat er ihn gebrochen. Genau, wir sind echte Helden.
Ah, Upgrade. Oh. Ein richtiges Upgrade. Auf geht's. Mit vereinten Kräften. Auch wenn hier ein Stern versteckt ist, ne, irgendwo. Das ist schon ein bisschen fies. Alles klar. Ich soll ihn durch die Gegend schmeißen, auch nicht schlecht. Ready? Oh, sehr gut. Das war's. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh oh. Hier kommt der dicke Brocken. Hm, und was nun? Komm schon! Mit vereinter Kraft. Perfekt. Sieg in ganzer Linie. Thank you very much. Oh, Stellas Schleife in Blau und Rot. Fortsetzung folgt. So, ich will gleich mal gucken, wie viele noch fehlen eigentlich. Dürften ja eigentlich nicht mehr so viele sein. Die Gerechtigkeit siegt. So, hier haben wir einen noch. Okay. Zwei. Eigentlich nur noch drei dann, ne? Auf der anderen Seite müsste dann auch noch einer sein. Na, Tatsache, drei Funkel, die ist noch. Dann haben wir sie alle wieder beisammen. Ob die uns nachher helfen im Endkampf? Also, meine Theorie ist halt immer noch, dass da noch eine Tür hinkommt. Und, ja. Vielleicht hat Grape ja auch mehrere Phasen. Ich erwarte jetzt keinen easy Boss-Fight. Also als letzter Boss soll sie schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Genau, Stella. Wir wollen uns das zumindest einmal angucken, was sie da hat, ne? Ja, nun rot und... Oh. Meisterdiebe, ne? Das sieht halt auch schick aus. Bisschen edel halten die Stella, obwohl das ist auch schick. Das ist, glaube ich... Wie war sie denn als erstes? Grün? War sie grün am Anfang? Immer sie wäre so... eher so in dem Ton gehalten. Ja genau, eher so in dem Ton gehalten. Das sieht auch ganz schick aus, ne? Wir bleiben bei dem edlen Meisterdieb. Was hatte mir noch gefallen? Das hier, ne? Fechterin. Obwohl Fechterin ist auch hübsch. Also die einfarbigen, ja, kann man mögen, aber ich bin dann doch tatsächlich dann für Stella lieber zweifarbig. So, Sammlung... Ja, auch. Schauen wir später mal rein. Album, da haben wir schon lange nicht mehr reingeschaut. Und die Seite ist vollständig, die auch. Ah, zweimal noch Eislaufen und einmal Meisterdieb. Da kommt also noch ein bisschen was. Also gehe ich mal davon aus, weil das ist jetzt hier Eislaufen. Unter Wasser. Na dann. Machen wir weiter. Let's go. Zeit für Kung Fu. Kung Fu Peach. Ja,
Ich weiß halt auch nicht. Es fühlt sich auch noch nicht so nach Ende an, habe ich das Gefühl. Mal abwarten. Ah nein, schon wieder die Meister. Lass meine Kinder. Oh ja. Wir kommen rechtzeitig, oder? Ah, du bist es. Natürlich bin ich's. Oh nein. Ihr Widerträchtigen. Was ist denn los? Habt ihr nicht gut trainiert? Pass auf, ich zeige euch das mal. So, auseinandergenommen hier. Die Flagge ist auch noch zerstört. Na, Hallöchen. Ja, das habe ich gleich gesehen, dass man dahinter kann. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hilfe, Hilfe. Aha. Ihr habt mich zurückgelassen, ihr Schweine. Ja, ja, ja. Hallöchen. Ich störe euch ja nur ungern beim chinesischen Buffet, aber ich störe euch. Mein Herz braucht ich nicht. Komm, die unten, die wollen wir auch noch fertig machen. Lasst euch doch nicht zurück. Was haltet ihr mich? Ich möchte euch schon wegkloppen. Schön aufpassen, weil so bei diesen Action-Parts, ne? Kommt nur. Sehr gut. Da ist was versteckt. Ah, komm. Nehme ich den erstmal auseinander. Vielen Dank. Das erste Stern. Das war kein Stern. Gut. So, weiter geht's. Ich bin auf der chinesischen Mauer. Ah, du schon wieder. So sieht man sich wieder. Unverschämtheit muss bestraft werden. Fist. Fokus. Nicht genug trainiert, mein Freund. Das reicht erstmal als Training. Ah, er versucht immer zu gucken, ne, was wir für neue Techniken haben und somit dann uns zu besiegen. Ah, hier ist nichts versteckt, gar nichts. Weg ist er. Oh, was war das denn? Ich dachte, du würdest mich treffen. Hatte das so ein... Warum ist hier so ein Licht?
Oh, wie schade. Hast du es nicht geschafft? Okay. So, du dreckiges Schiff. Stern 3. Sehr gut. Flink sind sie ja, ne? Muss ich ja zugeben. Hallo. Moin. Mahlzeit. Oder? Das ist halt immer die Frage, ne? Ob man dann eine Rückkehr hat, wenn man da reingeht. Sterne und Münzen, ja, die paar Münzen, die kommen, die genehmige ich mir trotzdem. So, erstmal ein Abstecher hier hinter die Bühne. Geht nicht, okay, komm. Guck mal, was willst du machen? Greifst aber richtig an. Den fangen muss. Das musst du dir mal vorstellen, dass du ein Zeitlimit hast, wenn er geflüchtet ist. Aber nö. Er hat sich bereit gestellt, um den Kampf gegen mich zu wagen, aber hat es nicht geschafft. Nach ganz oben. Okay. Hier ist bestimmt der Typ mit der Fliege. Nichts, nur eine Schatzkammer? Ja, ich will mich nicht beschweren, aber... Ne, die Fliege haben wir schon. Hab ich das überhaupt nicht mitgekriegt? Egal. Er ist der Letzte. Stehen geblieben? Oh, das ist feindliche Dojo. Boss, Boss! Ich hab eins. Jetzt nicht mehr, mein Freund. Zum Glück, wir sind jetzt alle in Sicherheit. Ihr solltet schnell verschwinden. Wo war's, Hadouken? Seid alle zu nichts zu nütze. Mal sehen, wie du damit fertig wirst. Er kann Hadouken. Oder einhändiges Kamehameha. Und Furienfeind! Wilde Tigerkralle. Sehr gut, gar kein Problem. Ob er jetzt endgültig den Kampf gegen mich aufgibt? Wir können gleich mal in den ersten Stock gehen, wenn wir das fertig haben hier oben. Weiß nicht, ob ich mir schon wieder was Neues kaufen kann. Ich habe so viel Kohle schon wieder. Wieder Funkelchen, ah, sehr gut. Wie denn fehlt dir eigentlich noch? Also Kung Fu und. Noch kurz ins Erdgeschoss. Kung Fu, die Meerjungfrau und halt noch Schlittschuh, ne? Das müssten alle gewesen sein. Dann haben wir die letzten fehlenden vier. Richtig belebt wieder hier, ey. So, Peachy. Ah,
Alter. Wann habe ich das denn verpasst? Ach ja. Ziehen wir das mal an. Yes. So, und Stella, alles im Besitz. Oh, warte mal, stimmt ja. Das habe ich ja total vergessen. Stimmt, es gibt ja noch Herausforderungen. Da muss ich jetzt gleich nochmal in jedes Stockwerk. Gehen wir zu Fuß. Schnacken wir das nochmal an, dann können wir auf Nummer sicher gehen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt ja. Da kann ja vielleicht doch das letzte sein. Da oben. So, Konfu-Funkelchen. Die Faust der dunklen Schule. Oha. Jetzt geht's ins feindliche Gebiet, wa? Dunkle Schule. Focus. Ich habe eine unheimliche Vorahnung. Könnte das Funkeli hier irgendwo sein? Ich glaube, in den Machenschaften der dunklen Faust. Ah. Danke. Boah, die böse Aura. Ah. Die wollte ich aufhalten. Machen wir den Weg wieder frei hier. Was soll das denn? Jetzt, wenn ihr mich aufhalten könnt mit irgendwelchen Steinen. Schämt euch. Hm. Schade, ich dachte, ich bin schon auf dem Punkt. Okay. Das war jetzt Nummer 2 oder Nummer 1. Aua. Ist schon Nummer 2? Ach, guck mal. Das geht da doch hoch. Wie fies ist das denn versteckt gewesen, bitte? Das ist ja wirklich fies. Sag mal. Oha. Boah, zweimal abgezogen. Wie frech. Mir fehlt so ein Kick nach unten. Rein ins Dojo. Da ist er. Oh nein. Der Konfu-Vogelchen wird gefangen gehalten. Es ist ja natürlich. Oh, Grape verleiht mir große Kraft. Nun werde ich dir zeigen, was sie vermag. Oh, Kopien, ja. Meinst du, zu dritt schafft ihr mich jetzt? Masse statt Klasse, ja. Mhm.
Warum kann er sowas und ich nicht? Au. Au. Und jetzt bin ich da. Nummer Uno ist erledigt, mein Freund. Was nun? Und Tigerkralle. Wolfsfist. Okay. Gar nicht übel. Teleportation. Video gespielt. Machen wir ernst. Okay. Oha, jetzt kommt Ultra Kamehameha. Aber mir fehlt ein Stern. Na toll. Hi. Oha, es ist noch nicht vorbei. Mach dich bereit. Können wir nicht auch ein Kamehameha machen? Jetzt ist das komplett auseinandergenommen worden. Das ist ein schönes Kamehameha. Kamehameha. Ach komm, das ist ärgerlich. Das ist bestimmt wieder so eine blöde Lichtplatte, die ich nicht gefunden habe. Das sieht auch hübsch aus. Ja, die Kämpfe gegen ihn ziehen sich halt, ne? Du kannst halt nicht richtig kloppen. So, befreit, mein Freund. Übung weist den Weg zur wahren Größe. Ja. Let's play! Ach, Mist, ey.